Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio, wo wir auf den Zug gerade warten, dass der so langsam sich aber mal wieder eintrudelt hier. Und wir wollen. So, aber der war voll. Der war anscheinend voll. Und dann verbrauchen wir einfach wahrscheinlich nur 4 Eisen. Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Nehme ich mal ganz stark an. Und wir müssen uns unbedingt um eine neue Stromquelle uns bemühen. Warum das auch gerade mit der Leistung nicht gerade gut funktioniert, keine Ahnung. Von 30. Okay. So, Zug. Wir wollen weiter. Wie schaut das aus? Fest gleich. Gut. Jetzt sag ich mal nichts dazu. Dann fahren wir gleich mal schön weiter. Das Ding ist sowieso voll. Und werden wir anscheinend erstmal nicht angegriffen. Möp, möp. Da, du, da, da. Wir kommen mit dem Zug. Zug hier, Zug da, Zug überall. Hallöchen, Pupüchen. Okay. Es ist tatsächlich 2, 4. Sonst scheint hier alles relativ gut zu sein. Okay. Ich hab's gedacht, dass es jetzt wesentlich schlimmer aussehen würde. Hier, aber die sind alle fast voll, also würde ich eher sagen, das ist wohl vollkommen in Ordnung. Wo ist hier hinten der? Der will nicht so recht voll, habe ich das Gefühl. Irgendwie kommen die dann nicht so eine Pushen. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen auch Stapelgreif einmal ran. Aber die brauchen natürlich auch wesentlich mehr Strom. Und gerade bei unseren Stromsachen. Schwierig. Zwillig, zwillig. Irgendwie. Strang ist das nicht so schlimm. Hauptsache, da kommt überhaupt noch irgendwas an. Und das kann wurde produziert werden. Das kann wurde produziert werden. Vielleicht produzieren wir auch irgendwann noch mal Würde. So, dann ist unser Eisen fast aufgebraucht hier. Fast alles weg. Ja, Steine werden auch nicht mehr wirklich produziert. Da müssen wir uns eigentlich auch eine neue Quelle suchen. Wo ich da am überlegen bin, das. Oh, das ist gar nicht so weit weg. Das ist. Ist ja gleich hier ums Eck. Fuck. Na, also sage mal. Also wirklich. Achso, wir brauchen ja noch Dings. Ja. Steine. Haben wir nicht mehr. Ach, guck, juckt so. Mann. Ich glaube, ich habe da ein Haar oder sowas drin. Ach. Schrecklich. Ich meine, hier kommt ja fast gar nichts an, also. 20, 19. Also eigentlich könnten wir die Steine auch mit Elektrizitätsbrennen
Aber im Moment ist das so. Oh. Die dürfen eigentlich nur laufen, wenn wir Solar oder sowas haben. Dann könnte das vielleicht eventuell funktionieren. Vielleicht. Aber im Moment bei diesen, was wir jetzt haben. Oh. Glückwunsch. Das ist jetzt schon zu wenig. Ja. Und aber haben wir so viele Öfen? Wir brauchen unbedingt hier dieses. Ach nee, Uran kann ja nur abgebaut werden, wenn wir dieses Zeug haben, ne? Das war, glaube ich, Schmiermittel. Irgendwas, ich glaube, Schwefelsäure war das. Ich glaube, das funktioniert nur mit Schwefelsäure, der Abbau. Uranbrennelemente. Und da musste man auch noch Glück haben, dass man das helle Uran kriegt, also das Uran 235. Ich habe keine Ahnung. Zugkettensignal. Ein Auto. Hauptsache, wir haben ein Auto. Also eigentlich müssten wir. Aber da passt nichts mehr hin. Wo soll ich das denn hinstellen? Nicht los an. Danke. Wo soll ich das denn hinstellen? Das ist ja gerade so, dass wir sagen, ist gerade hart an der Grenze. Wirklich hart an der Grenze. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist Solarmodule aufstellen. Und Akkumulatoren. Aber dafür brauchen wir erst Batterien. Und Batterien kriegen wir aus Schwefelsäure. Ah, da war ja was. Da war ja was. Ah. Das ist alles schwierig. Jetzt laufe ich die ganze Zeit nur hin und her. Super. Ich hole mir einfach Keil mit an Bord und der darf jetzt erstmal überall Solaranlagen und sowas hinsetzen. Ja, ja. Ja, ja. War ja nur ein Spaß. Eine andere Stromquelle haben wir eigentlich gar nicht, oder? Wir haben jetzt eigentlich nur noch die Solarmodule und das Uran. Ich glaube, was anderes gibt es hier auch gar nicht mehr. Und die Akkus, wo man das drin speichert, aber die stehen ja keinen Strom her. Zentrifugalator. Ja. Akkus. Mehr Strom gibt es hier nicht. Natürlich könnten wir jetzt hier alles dicht pflastern mit Wasserteilen und Dampfteilen und sowas. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Aber das wäre ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ah, blau ist schon wieder fast durch. Leider können wir auch nicht Öl verbrennen. Um darauf Strom zu machen. Unsere Ölquellen sind wahrscheinlich auch dann irgendwann mal hinüber. Und dann verbrauchen wir ja gar nicht so viel. Denke ich zumindest. Also das heißt, wir müssen ja wirklich Schwefelsäure herstellen. Aber wie stellt man nochmal Schwefelsäure her? Mit Eisenplatten, Schwefel und Wasser. Okay. Und das ist wahrscheinlich in der Chemiefabrik, ne? Ja. Gut, dann brauchen wir eine Chemiefabrik. Was brauchen wir dafür noch? Eisen und Stahl. Und dann können wir mal gucken. Eisen und Stahl. Die Lippen. Eisen können wir ja schon mitnehmen. Und das ist hier, glaube ich, Stahl.
mich alles täuscht. Okay. Ich hoffe, das war Schwefelsäure. Das müssen wir gleich mal kurz gucken. Nicht los ran, Zug. Nicht los ran. Danke. Und dann müssen wir die Schwefel hier unten nach unten transportieren. So, steht da jetzt irgendwas mit bei? Ressourcen. Umweltverschmutzung 10. Letzter Benutzer Jeter. Schwefelsäure. Benötigt Schwefelsäure. Und dann muss der ganze Rotz ja auch noch hergestellt werden. Warte mal, dann brauchen wir... Wo haben wir sie denn da? Steht das wieder im Weg? Okay, wir müssen also in die Richtung. Wenn sie das zerstören sie das eben halt. Ich habe jetzt keinen Bock, das wieder zu schützen hier. Was ist das? Ich kann es dir nicht sagen. Können wir denn schon mal 3 von den großen herstellen? Muss immer schon darauf achten, dass man nicht von Zug getroffen wird. Warte. Dann machen wir das so. Schwefelsäure stellen wir ja gleich her. Oh, warte, wir brauchen ja auch noch Dings. So. Und dann müssen wir ja hier noch einmal so machen. Oh, warte. Der kann da gar nicht hin. Ach doch, der kann ja von... Der kann ja so. Okay. Machen wir nochmal... Davon nochmal welche. Und dann bauen wir den einfach hier in der Ecke. So. Da geht es. So. So sollte es gehen. Hoffe ich. Davon nochmal 9 Stück. Das dauert jetzt einen ganz kleinen Augenblick. Und dann machen wir uns Spielversuche. Wo haben wir denn die Chemiefabrik? Weiß gar nicht, brauche ich dafür... Was brauchen wir denn dafür? Das ist jetzt der Schwefelsäure, ne? Dafür, ach, dafür brauchen wir Eisen, Alter. Ja, doch. Was brauchen wir dafür noch? Ach, dafür brauchen wir Wasser. Und da habe ich natürlich direkt davor hingestellt. Super. Warte mal. Den machen wir mal ab. Den machen wir mal so. Dann machen wir davon mal die 13. So, und man merkt schon, ich verfalle wieder in meinen kleinen Chaosbereich. So,
Das dahin, das dahin. Das sollte wo gehen. Dann das Ganze einmal anschließen, bitte. Und jetzt brauchen wir nur noch Eisen, richtig? Brauchen wir nur noch Eisen. Gut, wo kommen wir jetzt an Eisen am besten ran? Ist das Eisen? Das ist Eisen. Ja, was soll's. So viel wird das jetzt auch nicht kosten. Hoffe ich. So. In eine Ecke hin. Fertig. So, und jetzt wird da abgebaut. Jetzt kommt das Uran. Oh, warte mal, hier komme ich gar nicht lang. Jetzt müsste das Uran eigentlich hierher kommen. So. Und das hier brauchen wir denn. Alter, das ist teuer. Beton. Ich brauche Beton. Und ich brauche wahrscheinlich Chemiefabrik, wo ich das herstelle, richtig? Zentrifuge. Davon brauche ich Minimum 3 Stück. Und wo kriege ich Beton her? Eisenerz, Ziegelstein und Wasser. Mann. Warum? Eisen, Ziegelsteine und Wasser. Was haben sie unten, aber... Oh, mein Öhrchen juckt. Aber das hilft uns auch gerade nicht weiter. Das hilft uns allen nicht weiter. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Oh, das war relativ flott. Ich weiß nicht, ob wir das so lange brauchen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und denn aus diesen Teilen müssen wir uns denn Uran herstellen. Aber wir brauchen dieses, was war das denn? Weiß nicht. Und den Blau ist ziemlich fast weg. Dann nehmen wir lieber das hier. So, ihr Lieben. Das war's dann mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Tschüss.